Volkshochschule hat sich in den letzten Jahren ganz gut gemacht. Die hat interessante Angebote. Doch, ich finde es eigentlich ganz ansprechend. Bildungsangebot ist vielseitig, sehr schön. Aber es fehlt noch die Gebäude. Ne? Bildung ist wichtig. Ich finde es sehr gut. Ich bedauere nur, dass man hier dann rausgeht, aber das, vielleicht sind die Räume da drüben dann größer. Ich weiß es ja nicht, ob das besser ist. Man ist das gewöhnt von Anfang an hier in diese Räume hier. Naja, es ist ja auch gut zu erreichen durch den Bus, sind dann noch ein paar Meter. Bin gespannt, wenn da mal eröffnet wird, ob ich noch erlebe. Vieles besser geworden, natürlich haben wir mehr Medien und werden die Menschen mehr Auskunft geben können. Das finde ich sehr gut, was die Bildung zurzeit macht. Ja, das kann man nicht vergleichen. Das kann man nicht vergleichen. Wir normale Hauptschule, würde man heute sagen. Ja? Damals hieß es Volksschule. Und das hat sich verbessert. Ich sehe das an meiner Enkeltochter. Die studiert jetzt. Ja, die hat ihr Abitur, 1,0 Abitur gemacht hier in Wolfsburg. Und studiert jetzt. Also da ist schon was dran. Heute haben die Möglichkeit, die Bildung wahrzunehmen. Zu unserer Zeit ging das nicht. Krieg und Vertreibung und Flucht, alles was dazu gehört. Wir haben viel Schule versäumt. Aber ich habe manches hier wieder aufgeholt. Ja, verbessert. Also das heißt, die sind schon zeitgemäß, so dass man auch, also was ich ganz gut fand, hier war letztens so eine Informationsveranstaltung, gerade hier in der Bücherei im Kulturhaus. Und zwar da ging es um das Erlernen einiger Apps und das Programmieren. Da haben zum Beispiel meine Mutter und mein Sohn dran teilgenommen. Also ich fand das sehr nett, dass das auch kostenfrei ist, so dass das für jeden zugänglich ist. Doch, also ich möchte sagen, es hat sich verbessert und zeitgemäß. Also ich muss nicht unbedingt noch einen Bildungskurs machen. Es gibt genug Fernsehprogramme, die auch so ähnlich sind für Bildung und Kultur. Also ich muss nicht direkt jetzt nochmal. Das muss ich nicht. Aber die Jugendlichen, die haben die Möglichkeit heute. Die sollten sie wahrnehmen. Also meine erste Anlaufstelle ist meistens die Volkshochschule. Bücherei, so dass ich sage, ich hole mir da einige Informationen über die Bücher oder eben ganz normal über das Internet. Wenn ich kann, gehe ich zur Bibliothek, sonst gehe ich Volkshochschule, hole ich mir Auskünfte. Ich versuche mich dort immer weiterzubilden.